Hi Freunde, was geht ab? Auf jeden Fall, ich bin mit Martin in der Stadt, was geht? Moin, servus. Wir wollten heute ein bisschen Fotos machen für Instagram. Man kennt ihn. Ich dachte, ich filme mal dabei wieder. Ja, cool. Kann das Video eigentlich gesperrt werden, wenn ich in Afghanistan zeige und von einem Shooting rede? Kurz mal Outfit geswitcht. Weil ich doch Bock habe, jetzt mit dem erstmal ein Foto zu machen. Okay, wir sind jetzt hier irgendwo gelandet. Wir haben hier irgendwas gefunden. Das sind eigentlich Privatwohnungen, so wie es ausschaut. Aber hier auf der Terrasse ist nichts. Da wohnt jemand anscheinend. Hier ist nichts auf der Terrasse und die Rollos sind unten. Jetzt versuchen wir davor irgendwie ein nice Pick zu klipsen. Mal schauen, was daraus wird. Mal gucken. Willst du mehr gerade machen oder seitlich? Lost gerade, ne? Ja. Kann ich mich nochmal hinstellen? Wir können den einfach nochmal tryen. Warte. Ungefähr da, wo du jetzt bist, sogar. Ist immer der nächste. Ja, ich glaube, es sind die, oder? Ja, kann sein. Servus. Fährst du weg? Nein. Ist das etwas passiert, oder? Nee. Achso, nee, wir machen hier nur Fotos. Wir haben nur die Sachen umgestellt. Also. Böse. Ja, nimm mal. Cool. Ja. Oh, ich hab das Gespräch auf Kamera. Ich habe ja aufgenommen, die geile Zeit. Ja. Jungs, wir sind hier weitergegangen. Wir sind am Stachus. Mein Vater, übrigens wundert euch nicht, warum ich Vater mit F reingeschwächert habe, hat mir einfach das Bild hier geschickt. Was zum Fick? Was ist da geschehen? Die unendliche Treppe, wie die auch genannt wird. Also Leute, die aus München kommen, sollten den Spot schon kennen. Zumindest die, die sich halt so mit Instagram-Spots und so sich beschäftigt haben. Das ist die unendliche Treppe da im Hintergrund. Die ist hier beim KPMG. Keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall, das ist das Gebäude. Okay. Und die haben halt im Innenhof diese unendliche Treppe. Und die ist recht bekannt auf Instagram. Habe ich schon öfters gesehen. Ich war selber noch nie hier. Ja, Mann, wir gucken gleich mal, was wir da hinkriegen können. Ich glaube, hier machen wir erstmal für Martin ein Bild. Mal schauen wir mal, was da noch geht. So, was macht ein YouTuber, wenn er nicht weiß, wie er das Video mit Inhalt füllen soll? Richtig, er macht ein Q&A. Habe ich auch gemacht. Habe ich auf Twitter und auf Instagram gefragt, was ihr für Fragen habt. Die erste Frage kommt von NoFun, von Justin. Er hat mich gefragt, das ist eine richtig gute Frage, finde ich. Was motiviert dich, bei wenigen Viewern zu streamen? Ja, mehr Viewer zu kriegen. Eigentlich ist die Antwort recht simpel. Ich meine, man kann es halt so sehen, so schlimmer kann es ja nicht werden. Also, ja, ich meine doch, 0 Viewer wären halt noch schlimmer, aber also, keine Ahnung, ich glaube, wir haben momentan einen Durchschnitt in den letzten 30 Tagen von 2,7 Viewern oder so. Was eigentlich, ja, besser ist als die Monate davor. Und keine Ahnung, es kann ja nicht nur bergauf gehen und das ist halt eigentlich auch meine Motivation, dass ich halt vielleicht damit ein paar Leute mehr erreiche, dass ich ein paar Leute mehr damit unterhalte. Und keine Ahnung, mir machen halt Streams einfach Spaß so. Ich mache das auch, weil es mir halt selber Spaß macht so. Ich glaube, der Typ wird da nicht wegfahren. Der war da vorhin da, hat irgendwas aus seinem Auto da geholt und ist wieder reingegangen. Schaut halt richtig schlecht aus für uns, weil der stört ein bisschen. Malerservice. Ja, ich habe halt keine Ahnung, wie lange der da bleiben will, aber der stört halt ein bisschen. So, Freunde, wir sind nicht alleine hier. Andere suchen auch nach dem Spot. Mal ein paar Fotos. Rezeption, hallo? Ja, dieses Autistenkind fuckt mich so ab, der Alter. Holy shit. Was ist denn da geschehen, Alter? Also wir probieren halt ein paar Sachen mit dem Weitwinkel von dem Handy
weil wir kein Weitwinkelobjektiv haben. Also aus dem Spanienurlaub habe ich gelernt, no quiero comprar esta alfombra. Ich möchte diesen Teppich nicht kaufen. Folgenden Spot dürften manche Wiesenbesucher kennen. Da läuft man nämlich zu Wiesen hier entlang. Genau. Der Spot ist aber auch ziemlich nice für Fotos. Werden wir jetzt gleich mal was versuchen hier. Ich habe mal kurz mein Outfit geswitcht, weil ihr seht ja, der maximale Kombinationsboss hier am Start. Ja Mann, ich habe nämlich die Fila Ray heißen die, glaube ich, oder so. Genau. Und ich habe dann diesen Pulli auf Zalando entdeckt. Die sind nicht gay. Die Fila-Schuhe sind geil, ich feier die. Digga, ich feier die, unnormal. Ich finde, es sieht halt ultra nice aus mit diesem Pulli. Ja Mann. Dann versuchen wir jetzt hier an diesem nice Spot mal was hinzukriegen. Ja Martin, zeig mal, was du kannst. War erfolgreich, Position, oder? Ja, Mann. ja, schaut auf Instagram vorbei, auch bei Martin und auch bei mir. Und like die Bilder dann durch, wenn die rauskommen. Wir wollten noch ein paar Fragen beantworten. Ich würde sagen, wir machen noch einfach zwei Fragen. Perfekt. Und zwar eine richtige Standardfrage, Lieblingsessen, brauchst du raus? Normal Pasta, Digga. Morgens, mittags, abends. ich würde sagen, bei mir tatsächlich gefüllte Paprika. Und zwar also Paprika gefüllt mit Hackfleisch und Reis, Tomatensauce gekocht. Okay, das ist auch geil. Übelst geil, Digga. Übelst geil. A la Mutti, Alter. Beste Leben. Alles für Mama schmeckt am besten. Ja, Mann. Apfel geschält von Mama schmeckt am besten. Weil er hat mal Gab gefragt, ich liebe Alkohol und kann ohne nicht mehr leben, geht es dir genauso? Nein, nee, tatsächlich nicht. We are the champions. We are the champions. Wir trinken nur Wasser. Also nüchtern, sober-minded. Heute. Ich habe noch Restalkohol vergessen. Gut, ich glaube, für dich hat sich die Frage dann damit auch erledigt. Don't do drugs, kids. Ja, Jungs, keine Ahnung, wenn ihr wollt, dass ich mehr solche Videos mache, I don't know, und dass ich euch ein bisschen mitnehme. Keine Ahnung, dann lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare, I don't know. Keine Ahnung. Glocke aktivieren. Ja, Mann. I don't know. Ja, ciao. Digga, war noch so richtig gay, so.